Hallo zusammen, ich hier ist wieder Attila und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht's um ein neues Flug-Achievement, was wir jetzt mit dem letzten kleinen Patch reinbekommen haben. Und zwar kriegen wir einen Haufen neue Rennen-Achievements quasi. Hier einmal unter Erweiterungsfeatures und dann Dracheninseln. Da gibt's wieder alle möglichen Schwierigkeitsgrade von Bronze, Silber bis zu Gold. Und dort gibt es dementsprechend für die Küste des Erwachens, Onara, dann Azublaues Gebirge und Taldrassus wieder ein eigenes Achievement und dann ein Meta-Achievement. Und das, wie gesagt, alles in Silber und in Gold auch noch dazu. Das Ganze sind jetzt quasi dieselben Rennen, bloß wenn wir jetzt hier mit dem NPC quatschen, haben wir jetzt nicht nur die Möglichkeit, das normale Rennen zu spielen, das fortgeschrittene, sondern auch noch die Strecke rückwärts. Und ja, das ist quasi jetzt die dritte Option, die wir hier auswählen können. Ich habe dafür vorher eine Quest angenommen. Und zwar habe ich die Quest bekommen, da wo es auch schon die anderen Quests gab, hier auf den Koordinaten 73, 51 in der Küste des Erwachens. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, ob ihr diese Quest nur annehmen könnt und die Rennen auch nur fliegen könnt, wenn ihr quasi das andere schon in der normalen und in der fortgeschrittenen Schwierigkeitsstufe absolviert habt. Das weiß ich jetzt aktuell nicht. Ich habe alles schon gemacht. Falls ihr die Quest nicht kriegt, dann vermute ich mal, werdet ihr erst die normalen Erfolge abschließen müssen und dann könnt ihr das angehen. Gut, so viel zum Vorgeplänkel. Wir sind jetzt hier am ersten Spot und zwar auf den Koordinaten 73, 34 und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das mal an und gucken, dass wir gleich mal Gold holen. So, da la, nächster Try. Ich habe jetzt langsam aufgehört mitzuzählen. Es ist hier schon doch ein bisschen knackig so. Ah, ich wollte zweimal nach oben, ne? Das war jetzt schon wieder ein Fail-Ding. Wenigstens nicht am Turm hängen geblieben, das war schon mal gar nicht schlecht. Umzirkeln. Mal nicht zu knapp. Vorhin habe ich es einmal versehentlich gar nicht erwischt. Da bin ich mit der Kurve, wollte ich zu viel und konnte zu wenig. Dann habe ich das Tor knapp verfehlt. Aber man muss halt hier schon gucken, dass man irgendwie noch ein bisschen Zeit rausholt. Vorhin hat es gerade um 0,7 Sekunden nett gereicht. Aber soweit sah das jetzt gar nicht schlecht aus. Ah, da sind wir. Wunderbar. Also ich habe jetzt, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob es 10 Tries waren, aber es waren jetzt schon ein paar. Ja, eine halbe Sekunde war aber drunter. Hat schon ein paar Tries gedauert, aber haben wir eingetütet. Erst das Goldding und dann würde ich sagen, schauen wir weiter zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar befinden wir uns einmal hier auf den Koordinaten 55, 42 und ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir das Rennen hier auch fertig kriegen. So, ich habe gerade den ersten Flug durch, der Erkundungsflug, sagen wir es mal so. Und der lief eigentlich schon sehr gut. Eine halbe Sekunde war ich drunter unter der Zeit. Ah, schau mal, da am Rand war noch so ein grüner Nebel, da hätten wir jetzt vielleicht noch was mitnehmen können. Bin eigentlich schon beim ersten relativ aggressiv geflogen. Da war wieder einer, ne? Also wahrscheinlich muss ich die links und rechts von der Strecke noch einmal mitnehmen. Vermute ich jetzt mal. Oh, Kacke, das war jetzt aber eine ganz enge Nummer. Oder so. Es hat auch so gereicht. Easy. Also das war eine leichte Strecke. Da war ich jetzt fast 2 Sekunden drunter im zweiten Try. Also die erste war definitiv schwerer. Gut, hätten wir die auch. Wunderbar. Dann auf zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier unten beim Rubin-Lebensbecken auf den Koordinaten 63, 71. Und dort haben wir quasi den nächsten Mob, wo wir ein Rückwärtsrennen starten können. So, dala, nächster Try bei mir. Ich habe jetzt ein bisschen schon rumprobiert. Am Anfang bin ich in der Klippe hängen geblieben. Nicht so optimal. Dann habe ich gesehen, dass ich zwischendrin nicht genug Elan hatte. Dann habe ich hier angefangen, ein bisschen zu sparen. Um quasi so im Mittelstück ein bisschen mehr zu haben, weil da haben wir dann leider nicht mehr so viele Orbs.
Bloß hatte ich jetzt eben einen Ticken zu viel gespart. Und am Ende dann noch hier quasi LAN über. Und das ist ja das Blödste, was dir passieren kann, ne? Wenn du es quasi von der Zeit nicht schaffst, aber noch LAN über hast. Also das darfst du halt dann im Endeffekt auch nicht machen. Da muss man halt immer so ein bisschen den Mittelweg finden. Also am Anfang ein bisschen was sparen, würde ich sagen. Aber nicht zu viel. Dann kann man hier ordentlich durchzünden. Ich denke mal, das war jetzt schon ganz gut. Ja. That's the way to go. Okay, wunderbar, hat geklappt. Das waren jetzt, glaube ich, 4 Tries. Man muss sich manchmal ein bisschen reinfuchsen und dann haben wir auch damit das nächste fertig. So, wir sind am nächsten Spot, ein paar Meter weiter drüben. Und zwar schauen wir jetzt rein. Jetzt sind wir hier auf den Koordinaten 62, 74. Und ja, mal gucken, wie schwer die Strecke hier wird. Sudala, nächster Try. So, nach oben und dann gleich nach unten. Schauen wir mal, dass ich einen quasi von den Elan-Dingern aufhebe. Wenn wir hier quasi dann nicht ganz komplett runtergeslowt sind. Ich weiß jetzt nicht, ulti-schnell war ich jetzt da am Anfang leider nicht. So, hier wird es jetzt dann gleich tricky. Müssen wir den Dings mitnehmen. Mal sah es jetzt eigentlich bis hierhin ganz gut aus. Ist jetzt nicht verkackt, war das glaube ich bis jetzt der beste Try, aber ich weiß jetzt halt nicht, ob es von der Zeit reicht. Ah, easy. Okay, ich dachte es mir. Das sah eigentlich auf der ganzen Strecke gut aus. Am Anfang muss man es echt so ein bisschen hinkriegen, dass man nicht zu slow ist, aber so ein bisschen eine Orb zumindest aufbewahrt, dass man unten dann speeden kann, ne? Sonst wird man zu langsam und dann wird das nichts mehr. Okay, das hat mir jetzt doch einige Tries gebraucht, bestimmt so 6, 7 vielleicht, vielleicht waren es 8, ich weiß jetzt nicht genau, aber ja, das ist schon ein bisschen eine schwere Strecke tatsächlich, aber auch die konnten wir meistern. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt hier oben auf den Koordinaten 47, 85 und dort ist die nächste Strecke. So, Dollar, den ersten Erkundungsflug hatte ich gerade hinter mir. Die hat mir schon einige Erkenntnisse gebracht. Und zwar hat man hier am Anfang relativ viel von den grünen Wolken. Also man kann hier eigentlich richtig durchspeeden. Und in der Mitte ist so ein bisschen eine Trockenheit von den Dingern. Also da sind nicht sonderlich viele. Da muss man sich ein bisschen was aufheben, tatsächlich. Ab hier etwa. Und am Ende ist dann wieder ein Haufen von dem Stuff. Also heißt, da kann man dann eigentlich auch wieder richtig durchspeeden. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen zu früh das Zeug aufgebraucht. Hier sind dann wieder welche. Also wenn ich es jetzt nicht schaffen sollte, dann müsste ich vielleicht nochmal eins mehr aufheben. Aber es sieht, glaube ich, gut aus. Easy. Das war relativ einfach. Sogar 1,5 Sekunden drunter. Das ist eine einfache Strecke. Gut, hätten wir die nächste. Dann sind es, glaube ich, noch 2. Ne, 3 sind es noch. Dann sind wir auf dem nächsten Spot. Und zwar befinde ich mich jetzt relativ weit unten hier auf den Koordinaten 42, 94. Und ja, ich würde sagen, schauen wir uns das Rennen mal an. So, der Erkundungsflug ging mal vollkommen in die Hose. Habe ich mich von so einer grünen Orb verführen lassen und bin ein bisschen von der Strecke abgekommen und habe dann leider wortwörtlich die Kurve nicht mehr gekriegt. Oh, das war jetzt aber hier auch ein schlechter Start. Ich bin übelst runtergeslowt. Hier am Anfang sind nicht sonderlich viele von diesen Wolken, ne? Also, da muss man ein bisschen gucken, tatsächlich. Gefühlt war ich jetzt relativ slow, muss ich sagen. Ah, für Silber hat's, nein, hat's sogar für Gold gereicht? Okay, na, es hat sogar für Gold gereicht. Interessant. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich halt verkackt habe, aber nein. Es scheint schon eine relativ einfache Strecke zu sein. Wunderbar, dann hätten wir das auch wieder eingetütet. Und dann würde ich sagen, schauen wir gleich zur nächsten weiter. So, dala, wir sind am nächsten Spot. Vorletzter müsste das jetzt sein. Und zwar hier auf den Koordinaten 42, 67. Und da würde ich sagen, schauen wir mal, was dort so geht.
So, der erste Erkundungsflug ging mal krachend in die Hose. Es ist aber auch eher eine bescheidenere Strecke. Und zwar muss man hier echt ein bisschen, naja, Wissen ist jetzt übertrieben, aber so, wenn dann schnell reagieren oder wissen, wo die grünen Wolken sind, denn die brauchst du ja definitiv. Und zusätzlich musst du halt gucken, dass du nicht hier in diese Fontänen reinkommst, ne? Eben habe ich da ein bisschen was gesnackt. Ah, da links war auch noch eine, ne? Die hätte ich noch mitnehmen können. Okay. Ich glaube, also die eine wäre auf jeden Fall noch drin gewesen. Schauen wir mal. Ui. Okay, das war aber, sind wir ja aber krass unter der Dingszeit gewesen. Okay, sie war vielleicht doch nicht so schwierig. Das war jetzt der zweite Try. Ich weiß, im Vorwärtsflug war ich hier, glaube ich, einige Tries dran. Aber das war jetzt leichter, als ich dachte tatsächlich. Und ihr habt gesehen, eine grüne Orb hätte ich noch mitnehmen können. Die war an der Seite noch dran. Aber es hat auch so gereicht. Also anscheinend doch nicht so schwer. Die ist, glaube ich, vorwärts schwerer als rückwärts tatsächlich. So, dann sind wir am letzten Spot. Und zwar befinde ich mich jetzt einmal ganz am Rand. Hier unten fahren wir einmal rüber auf den Koordinaten 23, 84 und dort haben wir unser letztes Rennen für das Gebiet zumindest. So, ich sehe da unten schon mal ein paar Orbs rausschimmern. Wir müssen aber hier nach oben und dann machen wir jetzt gleich mal hier den First Try, würde ich sagen. Schauen wir mal, dass ich nirgends hängen bleibe. An das kann ich mich null erinnern. Hier sind wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen runtergeslowt, aber es gibt hier einige von den Kügelchen. Ah, haben wir den erwischt? Ich weiß es nicht. Wir können auf jeden Fall einiges an Speed aufbauen. Uiuiui, also Kugeln sind auf jeden Fall am Start. Ui, da unten durch. Ja, jetzt habe ich aber keinen Speed mehr, ne? Jetzt ist hier irgendwie aus die Maus. Ah, da kommt noch ein bisschen was. Okay, lang ist sie nicht, die Strecke. Ich war jetzt nicht schlecht, oder? Ja. Oh, ich war über 3 Sekunden drunter. Ja, First Try, also die war sehr einfach. Kann man nichts sagen. Gut, und dann sind wir durch. Ihr seht, jetzt sind 3 Achievements aufgeploppt. Einmal Bronze, Silber und Gold. Und ja, das ist jetzt quasi eins von den 4 Erfolgen in den jeweiligen Gebieten. Und wenn wir alle 4 haben, dann gibt es hier einmal das Meta-Achievement, sowohl in Bronze, Silber und Gold. Und vorher im Stream wurde schon gesagt, ich glaube, da gibt es irgendwo noch einen Titel für. Das werden wir uns aber am Ende anschauen, wie wir da dann schön betitelt werden. Gut, das war's mit dem kleinen Videoguide für die Stelle. Ich werde jetzt auch noch für die anderen Zonen natürlich was aufnehmen. Und ja, sobald ich damit fertig bin, gibt es auch die Videos. Ich verabschiede mich an der Stelle. Bye, bis zum nächsten Mal. Ciao.